Hast du Axolotl verschiedener Farben in deinem Aquarium und überlegst jetzt, welche Farben der daraus resultierende Nachwuchs wo haben könnte? Oder interessierst du dich vielleicht ganz allgemein für die Vererbung der verschiedenen Farbvarianten? Wenn eins von beiden auf dich zutrifft, ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich bin Tina von Axolotl TV 2 und in meinem Kanal dreht sich alles rund um Axolotl. Um die Vererbung der Farben zu verstehen, sind zunächst einige Grundlagen im Bereich der Genetik zu klären. Alle Gene, also alle Erbinformationen, liegen auf der DNA im Zellkern einer jeden Körperzelle. Jedes Gen ist für ein bestimmtes Merkmal verantwortlich. Uns interessiert heute ein ganz spezielles Merkmal, nämlich das der Farbe. Da Axolotl zwei Chromosomensätze haben, liegt ihre DNA auch doppelt vor. Somit liegt auch die Information über die Farbgebung doppelt vor, eben jeweils einmal pro Chromosom. Die eine Information kommt von dem einen Elternteil und die andere von dem anderen Elternteil. Und wenn wir jetzt zwei Elternteile haben, die verschiedene Informationen bezüglich der Farbgebung weitergeben, dann wird es kompliziert. Zum Beispiel gibt ein Wildling, vereinfacht gesagt, das Merkmal dunkel weiter und ein Weißling das Merkmal hell. Haben wir aber zwei Weißlinge, die beide das Merkmal hell weitergeben, dann ist die Information eindeutig und der Nachwuchs wird hell. Hinzu kommt, dass die Tiere, die von beiden Elternteilen die gleiche Information bezüglich der Farbgebung weitergegeben bekommen haben, bezüglich dieses Merkmals reinerbig sind, wohingegen die, die unterschiedliche Informationen bekommen haben, mischerbig sind. Harlekine und Albinos zum Beispiel sind bezüglich dieses Merkmals reinerbig, weil die Information von beiden Elternteilen gegeben werden muss, damit der Nachwuchs genau so aussieht. Und Wildlinge zum Beispiel können rein oder mischerbig sein. Zur Ausprägung kommt also das, was reinerbig ist, wie bei den Harlekinen oder Albinos, oder aber das, was dominant ist. Das klingt jetzt vielleicht alles ein wenig kompliziert, aber dazu komme ich dann später nochmal mit einigen Beispielen, also bleib dran. Das Axolotl, das jetzt in deinem Aquarium sitzt, kann rein oder mischerbig sein, ohne dass du ihm das immer ansehen kannst. Das, was du siehst, ist ja nur der Phänotyp, also das äußere Erscheinungsbild. Die Farbgebung deines Axolotls wird durch drei Zelltypen erzeugt. Die Melanophoren sorgen für eine dunkle Färbung, die Xanthophoren für eine gelbe oder orange Färbung und die Iridophoren erzeugen einen silbrigen Glanz. Ganz ursprüngliche Typen der Axolotl sind Wildlinge und Weißlinge und alle anderen Farbvarianten ergeben sich durch Mutationen. Im Gen der Wildlinge sind alle drei Pigmentzelltypen enthalten. Und dieses Gen ist immer dominant, es setzt sich also gegen die anderen Farbinformationen durch. Auch im Gen der Weißlinge oder Harlekine sind alle drei Farbinformationen enthalten, aber es ist rezessiv und wird von dem dominanten Gen überlagert, außer wenn es wie gesagt von beiden Elternteilen weitergegeben wird. Die Gemeinsamkeiten von allen Mutationen sind, dass gewisse Farbinformationen fehlen und dass diese Gene immer rezessiv sind. Melanoidtiere bilden keine Iridophoren. Albinos bilden keine Melanophoren. Melanoalbinos keine Melanophoren und Iridophoren. Axanthische Albinos keine Melanophoren und Xanthophoren. Und axanthische Axolotl keine Xanthophoren. Kommen wir jetzt zu der spannenden Frage, wie der Nachwuchs so mancher Axolotl wohl aussehen könnte. Fangen wir mit dem Wildling an. Gehen wir zuerst von zwei Wildlingen aus, die von ihren beiden Elternteilen jeweils das dominante Wildlingsgen weitergegeben bekommen haben. Das Wildlingsgen nenne ich der Einfachheit halber D für dunkel und es ist groß geschrieben, weil dunkel dominant ist. Hier sind beide Elternteile reinerbig und es entsteht auch nur reinerbiger, dunkler Nachwuchs. Ist jetzt aber ein Elternteil mischerbig, weil er von seinem Elternteil wiederum eine helle Farbinformation bekommen hat, entsteht sowohl rein- als auch mischerbiger Nachwuchs, dem du es aber nicht ansiehst, weil das Wildlingsgen, das große D, ja dominant ist. Das spielt dann eine Rolle, wenn zwei mischerbige Wildlinge Nachwuchs bekommen. Denn wenn beide die helle Information weitergeben, wird der Nachwuchs hell. Kommen wir zu den Weißlingen und Harlekinen. Die Elternteile haben jeweils zwei kleine H, also H für hell
und klein geschrieben, weil die helle Farbe rezessiv ist. Hier entstehen keine Farbvariationen, weil die Informationen ja immer gleich sind. Wenn ein Harlekin und ein Wildling Nachwuchs bekommen, ist das Aussehen dieses Nachwuchses davon abhängig, ob der Wildling rein oder mischerbig ist. Nur wenn er mischerbig ist und auch die helle Information weitergibt, kann ein helles Tier entstehen. Und wenn er mischerbig ist und die dunkle Information weitergibt, oder wenn er reinerbig ist und ebenso die dunkle Information weitergibt, kann nur dunkler Nachwuchs entstehen. Anstatt des Harlekins hätte ich die ganze Zeit auch andere reinerbige Tiere einsetzen können, wie vielleicht einen Albino, weil die Verteilung beim Nachwuchs dann die gleiche wäre, nur dass dann statt des Harlekins dort ein Albino stünde. Wie der Nachwuchs aber aussehen würde, wenn man einen reinerbigen Albino und einen reinerbigen Harlekin zusammensetzt oder einen reinerbigen Harlekin und einen reinerbigen Kopper oder einen reinerbigen Albino und einen reinerbigen Kopper, kann ich dir nicht beantworten. Hier siehst du nochmal im Überblick, welcher Nachwuchs entstehen könnte. Wenn beide Elterntiere dunkel sind, wie beim Wildling oder beim Melanoid, kann heller Nachwuchs entstehen, wenn beide Elterntiere mischerbig sind und den jeweils hellen Teil weitergeben. Das gleiche gilt auch hier. Wenn ein Vorfahre eines Wildlings diesem Wildling irgendwann eine Albino-Information gegeben hat, kann in Kombination mit einer zweiten Albino-Information ein Albino entstehen. Vermutlich geschieht das selten und ist eher eine Glückssache. Ja, und hier siehst du nochmal das große Rätsel. Möglicherweise habe ich hierzu auch keine Informationen gefunden, weil man diese Tiere nicht zur Zucht zusammensetzt. Wenn solche Farbmutationen nicht reinerbig sind, was ja der Fall wäre, wenn die Elternteile verschiedene Farbinformationen weitergeben, führt das zu schweren Missbildungen. Deswegen sind Züchtungen solcher Tiere laut Tierschutzgesetz verboten. Und wenn du jetzt 7 Farbschläge in einem Video sehen möchtest, schau dir als nächstes dieses Video an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!